Hallo und herzlich willkommen zum Tagebuch vom Freitag, dem 18. August. Es war nicht viel los. Ich hatte die ganze Zeit für die Uni, habe ich mich online angemeldet, aber dann mit dem Passwort und alles. Das hat alles nicht so geklappt. Und jetzt das Ende vom Lied ist, dass ich zwar das Uni-Konto mit anderen Switch EDU Konto verbinden konnte, aber dass mein Uni-Konto gesperrt ist und ich muss dann am Montag dann irgendwie noch anrufen oder so. Dann am Montag habe ich weitere, nicht am Montag, am Freitag habe ich weitere CGP Grey Videos angeschaut. Ich habe dann noch ein bisschen GTA gespielt. Am Abend habe ich auch noch GTA gespielt bis 21 Uhr. 10 oder so. Mit Rocco und mit Schlumpf habe ich noch lange diskutiert über Bambi und so. Am Abend habe ich dann eine neue Serie entdeckt von Area Cardia hieß die. Ja, bisher ist es so mittelgut bis gut. Ja. Und am Abend bin ich dann darauf gestoßen, dass die Firma Evergrande in China, also von der, also das Firma, die chinesische Firma Evergrande, wie heißt das jetzt auf in den, ja, wie heißt das jetzt, ich, also im Englischen heißt es Bankruptcy, in den USA Bankruptcy angemeldet haben, ich komme jetzt nicht drauf auf den deutschen Namen, und ja, dann habe ich am Abend einen Podcast gehört, was das bedeuten würde zum Schlafen. Und ich bin voll eingeschlafen bei Finanzthemen. Ja, das war so der Tag. Ich würde sagen, das war eine 5 von 10 Punkten für diesen Freitag.